Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und ich glaube zu einem neuen Part. Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Meine Fresse, ist meine Nase zu. Ja, auf geht's in Spezialwelt 3. Die Luftschiff-Dingens-Level-Teils. Wir haben alle Münzen, die man bisher irgendwie bekommen hätte, haben können, sollen, dürfen. Ja, dann geht's. Da sind wir auf dem Luftschiff. Wuhu! Und dann, ja, machen wir mal das Beste draus. Luftschiffe sind bei mir nicht die besten Levels. Da habe ich eine sehr große Schwäche für. Ja, gut. Sagt etwas von Schwäche für Luftschiffe? Hab ich gesagt. Ja, ich habe gesagt. Sternmünze holen. Nice. Kugelwillis. Und natürlich ist das ein Scrolling-Level. Scrolling-Level. Boah. Dritter Versuch schon in diesem Part. Und der Part dauert noch nicht mal 2 Minuten. Ja. Ist halt irgendwie typisch. Sternmünze eingesammelt und nicht verkacken. Hops. Ja, Scrolling-Level sind immer die besten. Und die Sternmünze verpasst. Ja, nice. Ist doch immer toll. Oh, die dritte Starcoin. Was, so schnell geht das schon? Die zweite Starcoin, die dritte Starcoin so dicht aneinander. Oha. Ah, Feuerio. Na toll, wie soll ich denn da rüberkommen? Da braucht man doch eigentlich einen Tanuki für, oder? Und wie schnell ist dieses Scrolling-Level eigentlich? Meine Fresse. Ein bisschen langsamer kann das doch sein. Ich weiß, das sind mittlerweile Special-Welten hier, aber... komische Oden. Welt 3, Special-Welt. Luftschiff. Da könnte doch ein bisschen langsamer sein. Das ist ja super hier, wie das hier heute anfängt. Ich liebe es. Ist ja schon ein schöner Anfang für diesen Part. Und wir müssen ja heute mindestens 3 Level schaffen, wenn nicht sogar mehr. Weil wir im letzten Part weniger geschafft haben, müssen wir ja heute eigentlich mehr schaffen. Starcoin! Ah! Kacke! Achso. Ich dachte, ich wäre runtergefallen. Ja, hahaha. Stress gibt's hier. Wildster Stress, oder was? Das Level der Stress. Ja, Jibolimo! Und selbstverständlich kein Checkpoint. Und den Tanuki habe ich auch schon verbraucht. Yay! Was soll man dazu sagen? Ja, was soll ich sagen? Joa, ist halt schöne Welt hier. Im letzten Part schon am Level verzweifelt und heute hier in diesem Level verkorkst. Ja, kann ich nur sagen, scheiße. Die Bildqualität ist wahrscheinlich heute auch nicht so schön, aber was soll es heute eh alles? Banane hier, in diesem Level hier. Nicht schon zu bieten. Sowas liebe ich doch, meine Fresse. Da freut es mich doch, wieder zurück zu sein in Mario 3D Land. Sowas mache ich doch gerne. Ja. Ich habe mich lange davor gedrückt, den nächsten Part aufzunehmen. Was heißt lange? Ein paar Wochen. Noch eine Woche oder sowas. Jetzt weiß ich wieder warum. Ja, deshalb. Weil ich einfach zu doof bin. Aber ich gebe nicht auf und versuche es immer wieder, weil irgendwann nach dem 100. Versuch könnte es ja mal irgendwann mal klappen. Nein, ich bin nicht aggressiv. Nein.
Nein, nicht aggressiv. Niemals. Ja, ich bin nur wegen mir selbst aggressiv. Auf meinen eigenen Skill bin ich. Ja. Mein eigener Skill fuckt mich richtig ab. Meine Fresse. Und wenn man es gerade sieht, dass es machbar ist, man kommt ja irgendwie ein bisschen weiter. Man kriegt ja auch raus, wie man die zweite Starcoin kriegt. Und nun merkt man umso mehr, dass man bescheuert ist. Man sieht, dass es machbarer ist. Und zwar wie. Wie sehr es machbar ist. Und man hier einfach schon von einem Kugelblick getroffen wird. Das ist doch einfach hier. Das ist Mario 3D Land, wollte ich nur mal anmerken. Mario 3D Land ist nicht schwer. Mario 3D Land ist ein leichtes Mario-Spiel. Es gibt deutlich schwerere. Aber irgendwann eines Tages werden wir das auch schaffen. Auch wenn wir hier den ganzen Part schon mal wieder in diesem Park verbringen hier. Nein, den ganzen Part werden wir hier nicht machen. Den wird er dann notfalls zusammenschneiden. Ich werde dann irgendwie 2 Stunden hier in diesem Level hocken und das dann für euch auf 10 Minuten zusammenbrechen. Das ist dann ja natürlich schön für euch, aber scheiße für mich. Im Best of Fails sozusagen. Ja, ich kriege die Aggression hier bei diesem Spiel. Das ist dann ziemlich aggressionsfördernd hier für mich. Ich bemühe mich trotzdem relativ ruhig zu bleiben und gechillt zu sein. Es hilft aber auch zu fluchen, das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich hilfreich, weil es ist besser als das alles in sich hineinzufressen. Das ist hier wirklich, ja, platzt man am Ende hier noch. Wenn man nicht flucht hier. Klar wird mir dann irgendwann die Monetarisierung weggenommen hier. Wenn ich zu viel fluche. Aber meine Fresse, Sternmünze. Schon weitergekommen als vorher. Alter, ich liebe dieses Scoring Levels. Du bist da, wie sehr ich die liebe. Und auch mein Lieblingslevel hier. Luftschiffe. Als Scoring Level. Nice Sache. Dieses Scoring Level. Bin ich doch immer wieder für. Ja, geil. Noch ein Versuch. Juhu. Warum spiele ich das überhaupt? Warum habe ich diese Let's Play-Reihe nicht schon längst beendet? Sie ist doch irgendwie. Ist doch ein bloßer Krampf, ein einziges Missgeschick hier. Das kann man doch hier niemandem zumuten. Ja, ist doch jetzt nicht möglich. Vor allem, weil das sind jetzt hier alles schon irgendwie Levels, die es schon gab. Das sind ja alles hier die Special-Welten. Bloß nochmal schwieriger. Also das sind Levels, die es schon gab. Mal schwieriger hier. Also Luftschiffe, die eh schon scheiße sind, jetzt hier nochmal erschwert. Wieso nicht? Kann man machen. Kann man sowas entwickeln. Kann man machen. Mario Odyssey, das soll ja dann wieder leichter sein. Da gucke ich ja gerade das Let's Play von Let's Play Markus. Und das soll ja sehr einsteigerfreundlich sein, also sehr Zwergfürstfreundlich. Also, ja. Besser als 3D Land. Aber auch, ja, nicht zu einfach. Also, so dass man es hinkriegen kann. Aber auch nicht so unfair wie manche Level hier in Mario 3D Land. Also, viel familienfreundlicher, muss sozusagen. Lal. Stimmt's des Todes. Alter, ich krieg einen Krampf. Fluchen bringt wirklich was. Da sollte man hier wirklich mal machen. Ich versuche mich zu beherrschen, weil es ist nicht vor den Kindern. Sollte man ein bisschen Contenance bewahren. Aber ansonsten gerne auch privat bei
3 D-Lund spielen, gar nicht mehr richtig aussprechen. Ich bin mittlerweile schon so Knie hier. So Knie hier von dem Spiel hier. Macht mich so. So fertig, da kann ich auch nicht mehr richtig sprechen. Na, dann machen wir heute Luftschiff-Part, oder? Machen wir heute nur dieses Luftschiff und im nächsten Part geht es dann weiter mit Spezialwelt 4. Nicht? Wenn es genug dauert, dann kriegen wir das auch hin. Da haben wir zumindest Welt 3 in 2 Parts abgeschlossen. 2 Levels und heute das eine Level hier. Genau, passt ja irgendwie zu meinem Skill. Mein Skill entsprechend. Ja, nice. Immer an derselben Stelle fest. Ich mach ja... Da bin ich ja noch nicht runtergefallen. Noch nie runtergefallen an dieser Stelle. Jetzt ist es mir passiert. Ich muss ja hier alles mal austesten. Alle Stellen, wo man irgendwie verkacken kann. Ja. Muss hier irgendwie alles mal gezeigt werden. Hier in Let's Play Form. Da bin ich auch noch nicht abgekratzt. So. Ich war jetzt von Mittwoch bis Freitag, also bis gestern, verreist. Beruflich. Wir sind dann so eine Zweigstelle da. Die Einsatzstelle, die hat da eine Zweigstelle außerhalb. Und deshalb kann es mal sein, dass man so ab und zu mal ein paar Mal im Jahr, manchmal im Monat zweimal, manchmal im Monat nur einmal dahin muss. Mit Kollegen dort in der Zweigstelle dort einen Außeneinsatz gehabt sozusagen und hat dann dort ein bisschen gearbeitet und in einer schönen Jugendherberge übernachtet und ja. Die Jugendherberge war ziemlich leer und waren da irgendwie nachts irgendwie. Am ersten Abend war ich alleine, weil ein Baum. Ja. Und am zweiten Abend Kollegin mit bei. Ja. Und war doch ziemlich alleine. Ja. Man macht so Verschiedenes. Die Jugendherberge ist groß. Wenn man die für sich allein hat, da ist man dann. Ja. Unterwegs. Ja. Stelle hier verkackt auch immer an dieser selben Stelle. Mann! Und ich lasse mich von Kugelwillis treffen. Das ist doch auch blöde wie nix. Ja, war auch mal ein schönes Erlebnis. Ist eine schöne Jugendherberge dort. Und alleine nachts in einer Jugendherberge, in einem riesigen Haus. Ein riesiges Haus ganz für sich allein zu haben. Ist auch nicht gerade unlustig. Macht schon ein bisschen Spaß. Das Level hetzt mich auch hier zu Tode. Bumerang, Bruder, nein. Ein Maulwurf mit Schraubenschlüssel. Diese scheiß Stelle hier. Muss mich doch mal hier ein bisschen anstrengen, hier ein bisschen vorankommen. Oha, da bin ich noch nie festgehangen. Habt ihr gesehen, wie ich da festgehangen bin? Oha. Das hätte fast zum Fell geführt. Okay, immerhin die Starcoin Nummer 1, die kriege ich relativ zuverlässig. Mittlerweile habe ich das irgendwie auswendig gelernt. Muss man irgendwie können. So scrollen würde. Müsste es nicht irgendwann mal so einen kleinen Bonus geben hier für Versager? Welt, also in den normalen Welten habe ich das doch immer bekommen, wenn ich irgendwie 120 mal abgekratzt bin, dass ich dann hier so ein Powerpilz bekommen habe, hier so ein Powerstern, ein Power Tanuki war es, glaube ich, ja, ein Power Tanuki war das. Und wenn ich noch blöder war und noch blöder war in diesem Let's Play und noch öfters abgekratzt bin, habe ich doch so eine Zielflaggen-Scheiße bekommen, dass ich mich sofort an Zielflagge katapultieren konnte, um halt nicht immer an dieser selben Stelle abzukratzen. Ja, ist klar, aber scheinbar gibt es das hier in den Special-Welten nicht mehr so aktiv. Das ist, ja, schön. Danke an die lieben Entwickler von Nintendo. Ich liebe euch. Hier mal meine Liebeserklärung an euch. Ja, den
Stinkefinger konntet ihr gerade nicht sehen. Das habe ich leider nicht mit Facecam gemacht. Ja gut, muss man natürlich auch dran denken. Ja! Der baut Level rein. Das kann man auch nur mit Tanuki schaffen. Das kommt, der kommt. Genau so. Das ist doch kaum möglich, dahin zu kommen. Wenn man bis da einmal hinkommt, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man es bis dorthin schafft. Okay, die Starcoin auch verfehlt. Die Starcoin sind mir jetzt fast schon relativ egal. Hauptsache, ich schaff's mal hier irgendwie mal weiterzukommen. Oh, ich hab's überlebt. Ich dachte schon, ich wäre am Arsch. Natürlich. Ja. Und was es da auch gab in der Jugendherberge, wo ich war, gab es immer nachts so einen kleinen Nachtsnack, so ein Mitternachtsmahl, so ein, konnte man sich dann immer hinstellen. Oder es wurde einem hingestellt, also man hat sich selbst hingestellt oder es wurde hingestellt. Das ist eine lange Tradition dort. War da nicht zum ersten Mal, deshalb ein Zweigstuhl ist auch relativ bekannt. Also meine Eltern waren da schon des Öfteren irgendwie und haben mich auch schon irgendwie mitgenommen irgendwie zu irgendwelchen Events oder sowas, wo ich dann da teilgenommen habe. Jugendzentrum. Und da gab es dann abends etwas, sprechen kann ich auch nicht mehr, und wieder von den Problemen gesprochen, da gab es dann abends etwas, das ich Schmalzstunde nannte. Auch eine ganz leckere Sache. So ein Grieben-Schmalz oder sowas, wie das heißt. Interessante Sache. Ach, da bin ich doch schon mal abgestürzt. Man nimmt sich eine Schmiede und schmiert dieses Schmalz dort drauf. Und kann dann halt dann noch irgendwie Salz und Pfeffer irgendwie draufpacken. Und dann sehr simpel. Als kleiner Snack am Abend nach dem Abendsbrot. Ja, wenn man halt noch Hunger hat, kann man sich das dann noch ein bisschen nehmen und dann genießen. Schmeckt dann ja auch nicht so schlecht. Kann man machen. Alter, Schwede. Ich dachte schon, ich wäre K.O. Nee, ist klar. Und dann sterbe ich an der nächsten Stelle. Na und ihr so? Wie habt ihr die letzten Tage verbracht? Wie läuft's bei euch in der Schule? Die meisten von euch werden noch in die Schule gehen. Das ist vielleicht nicht ganz falsch. Das ist ja irgendwie ja, Zielgruppe 12. Starcoins. Das sah doch schon mal nicht schlecht aus. Und die Zielflagge kann dann auch nicht weit entfernt sein. Dann kommt dann diese blöde Sache hier, wo du dann draufspringen musst auf die kleinen Pfahl dort. Was man sich auch immer beim Entwickeln dieses Levels dabei gedacht hat. Ich weiß es nicht, aber irgendwie meinte man wohl, es wäre klug, mal irgendwie mitzählen, wie oft ich hier Game Over gehe und das mal auf eine Liste schreiben. Das wäre wirklich katastrophal, diese Liste. Wenn man alle Fails im Part, also Quatsch, nicht nur im Part, sondern im ganzen Let's Play, in der ganzen Let's Play-Reihe zusammenzählen würde. Bastische Zahl, glaube ich, das wäre richtig gigantisch, das wäre... Könnte fast ein Weltrekord werden hier. Könnte man mal abwägen, gibt es dafür einen Weltrekord, dann habe ich den vielleicht schon gebrochen hier. Mario 3D Land ist ja nicht wirklich schwer, also... irgendwie Rekordhalter bin. Ich kenne selten jemanden, der sich dämlicher anstellt. Gibt selten dämlichere Leute. Also, Guinness Buch der Rekorde. Kommt mal her, überprüft das mal. Man könnte das irgendwie herausfinden. Vielleicht zumindest was gewonnen. Ausnahmsweise mal gewonnen. Statt hier verlieren. Gibt es da nicht irgendwas, was man machen kann, was man als Preis erhalten kann?
gibt's noch nichts. Ah, ich bin drauf. Nice. Ich habe zwar nicht alle drei Starcoins, aber scheiß drauf. Die Zielflagge. Ja, nice. Und kein Gegner. Dann ist es auch kein richtiges Luftschiff. Aber egal, wir haben es geschafft. Nach wie vielen Versuchen? 1 Milliarde. Ich scheiß auf die Starcoins. Eins fehlt mir noch. Ja, mach ich halt irgendwie offscreen. Will die anderen Starcoins. Ja. Mal schauen. Wie viel habe ich schon an Aufnahmezeit? Kann ich da irgendwie noch ein paar reinhauen oder wie läuft das jetzt? Ich glaube, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Dieser Part ist gerade ideale Partlänge hier. Was soll ich sagen? Machen wir einen scheiß Part draus. Haken wir das jetzt ab. Däumchen nach oben, soll es euch irgendwie gefallen haben. Ich weiß auch nicht, warum man diesem Part ein Däumchen nach oben geben sollte. Keine Ahnung. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Und wenn nicht, macht's auch. Ist kostenlos. Schmerzt nicht, tut nicht weh. Schadet euch nicht. Also, kleiner Klick auf hier alles, was so dazugehört. Ihr wisst Bescheid alles. Favorisieren, eurem Hund auf das Ohr schreiben, eure Katze auf dem Arsch tätowieren. Den Kanallink einfach hinten drauf tätowieren. Ja, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.